Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich bin einigermaßen gut zu verstehen. Das ist schön. Mein Name ist Felix Wertschulte. Ich erzeuge gerade eine mega Brummschleife. Das kommt einfach davon, dass wir versuchen, so gut wie möglich das auszusteuern. Wir sind selber, wie Sie vielleicht gemerkt haben, hin und weg von Ihnen, einfach weil so viele von Ihnen heute Abend gekommen sind. Ganz herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung im Sarah-Nussbaum-Zentrum unter der Überschrift Serious Talk. Das ist ja unsere Reihe zum Thema postmoderner Antisemitismus in der Gegenwart. Und heute Abend freuen wir uns auf einen, sieht so aus, sehr spannenden Vortrag von Dr. Andreas Mertin, Wenn Bilder töten, eine Auseinandersetzung mit dem Gaza-Guernica-Zyklus, derzeit auf der Documenta. Ganz herzlich freue ich mich, dass Ilana Katz bei uns ist. Sie ist ja die Leitung der jüdischen Gemeinde in Kassel und auch die Gründerin und Geschäftsführerin des Sarah-Nussbaum-Zentrums. Ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich über diese große Resonanz heute. Wir bedanken uns ganz herzlich natürlich bei unseren Förderern, die das alles möglich machen, dass wir hier Veranstaltungen machen können im Hause, dass wir hier Bildungsarbeit machen können, unsere Ausstellungen zeigen können und eben auch solche Vortragsveranstaltungen wie heute Abend. Ganz besonders darauf hinweisen möchte ich noch auf den, oder mich auch noch bedanken bei unserer Unterstützung, bei unserem Kooperationspartner der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Kassel, mit der wir diese Veranstaltung heute in Kooperation eben ausrichten. Ja, ganz kurz zu unserem Gast heute Abend, Herrn Dr. Mertin. Er ist evangelischer Theologe, Kulturwissenschaftler und Kunstkurator und hat in Kassel von 1997 bis 2007 die Begleitausstellungen der evangelischen Kirche zur Documenta kuratiert. In seinem Vortrag heute geht es, wie gerade schon gesagt, um den Guernica-Gaza-Zyklus von Mohamed al-Hawahiri. Und ja, es soll darum gehen, um die konkrete Beschäftigung mit diesem Zyklus. Die Frage, was ist daran problematisch, was vielleicht sogar toxisch und wie wird dabei die europäische Kunstgeschichte als politisches Instrument eingesetzt? Andreas Mertin sagt, es hieße, die Macht der Bilder zu unterschätzen, wenn man diese Bilder bloß als Dokumente und nicht auch als Argumente, das heißt als visuelle Waffen in der intellektuellen Auseinandersetzung versteht. Was das genau heißt, das wird er uns heute Abend erklären. Ganz kurz zur Form. Wir planen einen Vortrag von circa einer Stunde Dauer und wir haben Herrn Mertin auch gebeten, nach Möglichkeit auf eine kleine Zäsur hinzuweisen. Der schiere Andrang wird es vielleicht nicht möglich machen, dass Sie alle sich gleichzeitig dann zu dieser Pause erheben und alle versuchen, da rauszustürmen oder so. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, so ein bisschen vielleicht für eine kleine Unterbrechung zu sorgen, wo wir auch die Klimageräte vielleicht kurz wieder einschalten, um vielleicht auch kurz durchlüften, dann die Klimageräte einschalten, um so ein bisschen hier für Akklimatisierung zu sorgen in dem Raum. Und im Anschluss an den Vortrag planen wir, dass auch Sie noch das Wort bekommen sollen, also eine Möglichkeit zu einer kleinen Diskussion. Wir bitten darauf, wie immer, auf unsere Richtlinien zu achten, unsere Netiquette, die wir auch im Netz führen, also einfach des guten Umgangs miteinander, des guten und aufrichtigen Umgangs miteinander. Da wären wir sehr verbunden, wenn es dabei bliebe, gerade bei diesen Themen wie heute Abend. Ja, viel mehr bleibt mir erstmal nicht zu sagen. Ich freue mich sehr über diese riesige Resonanz heute Abend hier bei uns im Nussbaumzentrum und noch mehr freue ich mich auf den Vortrag von Herrn Dr. Mertin. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ja, lieber Herr Wertschulte, liebe Frau Katz, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu Ihnen ins Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben nach Kassel zu kommen. Kassel ist ja schon fast, obwohl ich aus dem Ruhrgebiet stamme, eine zweite Heimat von mir, viele Jahre hier aktiv tätig gewesen in der Veränderung und Erstürmung von Kirchen. Aber das ist heute ein neuartiges Ereignis, ein neuartiges Thema für mich. Ich bin kein Spezialist für Antisemitismus in der Kunst oder Antizionismus in der Kunst, Israelkritik in der Kunst, sondern bin eigentlich da reingeraten, weil einige meiner Kollegen auf der Documenta waren, so wie ich auf der Documenta war, und meinten, sie könnten da nichts Anstößiges entdecken. Und ich stand davor mit meinen Studierenden und konnte sehr viel Anstößiges entdecken. Und von daher habe ich begonnen,
mich zu fragen, warum dieselben Menschen oder Leute mit der gleichen Sozialisation vor demselben Bild stehen und zu so unterschiedlichen Urteilen kommen. Was an Kontext muss man haben, um Bilder deuten zu können? Was sehe ich, was meine Kollegen nicht sehen, die sagen, ist doch handwerklich irgendwie gut gemacht und ist alles fiktionalisiert, ist in Ordnung, während ich sage, das finde ich aber einen Skandal. Und da muss man natürlich weiter nachschauen und dieses gemeinsam weiter nachschauen, das möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen machen. Und ich habe 6 Schritte, kleinere Schritte, größere Schritte, die sich dem Thema nähern. Ich wollte aber nicht nur über 5 Bilder hier im WH22 sprechen, sondern wollte das Ganze so ein bisschen einordnen in das, was wir auf der Documenta an herausragenden Werken zum Thema sehen. Also nicht herausragend im positiven Sinne, sondern herausragend im auffälligen Sinne, zu benennenden Sinne. Und da unterscheide ich, ich weiß, diese Unterscheidung selber ist schon sehr strittig, aber ich versuche es mal, dezidiert Antisemitisches auf der Documenta. Dann, was ich viel wichtiger finde, ist der anti-israelische Terrorpropaganda auf der Documenta und dann in der Abstufung Israel-Kritik, anti-israelisches, anti-zionistisches auf der Documenta. Das sind sozusagen 3 Kategorien, die alle in sich kontrovers sind. Ich hoffe aber, die Grundlagen meiner Beurteilung Ihnen so benennen zu können, dass Sie sagen, ich stimme damit überein oder ich widerspreche an der Stelle. Wichtig ist mir, ich bin eben auch ausgebildeter Kunsthistoriker, dass wir nicht nur über Bilder aus bestimmten politischen Aspekten reden, sondern aus den Bildern herausreden. Also wir müssen uns die Bilder betrachten, wir müssen sie verstehen, um dann Urteile fällen zu können. Und da wäre die erste Frage, das ist dann mein 4. Punkt, gibt es künstlerische Kriterien, die man überhaupt setzen kann? Wo man sagen kann, Künstler vor dieser Documenta haben, wenn sie solche Fragen angegangen sind, so und so gearbeitet. Und das, dafür haben wir in der Kunstgeschichte folgende Begriffe. Da stelle ich Ihnen 3 Formen vor, wie diese Thematik angegangen wird. Und dann möchte ich Ihnen, das ist der größere Teil meiner Erörterungen, möchte ich Ihnen den Bilderzyklus Guernica Gaza des Künstlers vorstellen und dann insbesondere 9 Bilder habe ich mir rausgegriffen, davon sind die 5, die auch auf der Documenta sind. Was sieht man da eigentlich? Viele werden davor stehen und sagen, was ist denn das für ein Bild? Warum ist das aufregend? Das schauen wir uns an und komme dann zu meinem Fazit und zu einem Vorschlag, wie man damit umgehen könnte. Antisemitisches auf der Documenta. Ich glaube, es ist unbestritten und wird ja auch von der Documenta-Leitung eingeräumt, dass es Antisemitisches auf der Documenta gibt. Die Documenta-Leitung, die entsprechende Gruppe Taring Padi, hat sich entschuldigt, das hätten sie nicht so gewollt, dazu kann man sich verhalten, wie man will. Was sie nicht bestreiten können, ist, dass sie visuelle Reimporte des Stürmers auf ihrem Plakat platziert haben. Das ist unbestritten. Und da gilt nun ein Grundprinzip von Kunst. Man kann meinetwegen bei einem philosophischen Werk sagen, wo dann 3 Sätze daneben geraten sind, trotzdem gucke ich mir den Rest an. Bei Kant gibt es sicherlich vieles, wo man sagen kann, bin ich kritisch zu, aber es ist ein wichtiger Philosoph. In einem Kunstwerk ist das nicht so. Wenn eine linke untere Ecke missraten ist, ist das gesamte Kunstwerk missraten. Man kann nicht sagen, ja gut, dieses Banner ist in Ordnung, bis auf 3 Punkte auf der linken Seite. So funktioniert das nicht. Kunst hat einen totalen Anspruch an Sinneswahrnehmung und wenn da etwas missrät, betrifft das das ganze Bild. Deshalb muss man sagen, wenn ein Teil des Bildes antisemitisch ist, dann ist das ganze Bild antisemitisch. Das kann ein Künstler sich nicht davon stehlen. Nun muss man sagen, es ist ja schon fraglich, ob wir es hier überhaupt mit Kunst zu tun haben. Die klassische Kunstkategorie, die wir haben, dafür ist eigentlich Agitprop. Das ist im revolutionären Russland um Jahre 17 folgende entwickelt worden. Majakowski sind so die großen Namen in der russischen Kunst, die schlagkräftige Plakate zur Beförderung der eigenen Sache und zur Kritik des Gegners. Und da wurde nicht zimperlich gearbeitet bei der Kritik des Gegners. Das war sozusagen das eine. Später wird das dann von der maoistischen Agitprop auch nochmal aufgegriffen, also einige Jahrzehnte später. Und wir haben parallel, aber eigentlich sind das schon Übernahmen, nationalsozialistische Agitprop-Plakate
Der Nationalsozialismus hat eher mit Karikaturen gearbeitet, aber er hatte auch Agitprop-Plakate und die wurden insbesondere in Norwegen, in den Niederlanden eingesetzt, um bestimmte Motive der Nationalsozialisten zu erläutern. Ein klassisches Agitprop-Plakat ist dieses hier aus der Serie der Rosterfenster. Das sind alles so Agitprop-Poster. Und ich habe das mal mitgebracht, um zu zeigen, dass wenn man bestimmte Darstellungen sozusagen der Mensch als Schwein, der Kapitalist als Schwein, das ist sozusagen vorgängig dem Nationalsozialismus und dann ist schon ein tragendes Motiv 1917 in der Oktoberrevolution gewesen. Das heißt, das ist ein sich sehr früh herausarbeitendes Stereotyp. Man kann es aber ohne Schwierigkeiten auch zum Beispiel in den konfessionellen Auseinandersetzungen des 16. Jahrhunderts sehen. Luther und Katholiken, da wird auch immer mit der Schweinemetapher gearbeitet. Also das ist offensichtlich ein Motiv, das bereit lag und im Agitprop sehr schnell herangezogen werden können. Hier geht es um Kampf gegen Kapitalistenschweine sozusagen, die dann alle irgendwann im Grab begraben werden. Es ist nicht zimperlich, die frühe russische Agitprop-Propaganda. Das gleiche hier ist ein nationalsozialistisches Agitprop-Plakat von einem Norweger, der gehörte einer Partei an, die den Nationalsozialisten nahestand. Und das ist jetzt aus der letzten Kriegszeit 1944 und bereitet die Bevölkerung auf die Invasion vor. Und das ist ein Plakat gegen die, wie es heißt, amerikanisch-zionistische Invasion Europas. Und vieles von dem, was wir hier auf der Documenta diskutieren, ist in diesem Plakat schon drin. Die Mechanisierung von Menschen, also sozusagen, da ist ein Roboter, der stampft alles nieder. Der hat in der Hand einen Geldsack, an dem ein Jude klebt. Das ist sozusagen auf der anderen Seite. Er hat einen Banner, den Davidstern, und er tritt mit seinen Bomben auf das Holstentor in Lübeck. Das ist sozusagen alle die Klischees, die wir auch auf dem Banner von Tarek Pardi finden. Die finden wir auch auf diesem nationalsozialistischen Banner. Das ist sozusagen das eine, das erklärt, warum vom Agitprop ein sehr kurzer und schmaler Weg ist zu den Bildern, die wir hier haben. Agitprop versucht, Menschen nicht nur fertig zu machen, sondern sie so fertig zu machen, dass sie leicht zu erledigen sind, dass sie sozusagen bekämpft werden können. Das liegt in dieser Technik enthalten. Und hier sehen Sie nochmal für die, die damals nicht das ganze Bild gesehen haben, das Banner von Tarek Pardi. Das Ganze ist ein People's Justice, ein Weltgericht, würde ich als evangelischer Theologe sagen, ein Volksgericht, könnte man sagen, der Sieger, der revolutionären Sieger über die Menschen, die oder die Gruppen, die man vorher bekämpft hat. Und hier sind dann alle die Tiermetaphern versammelt, die sozusagen zur Personifizierung des Gegners genutzt wurden. Und dann eben kommt es zu dem Teil, der dann sehr schnell zu den erregten Diskussionen geführt hat. Unter den so Dargestellten ist nicht nur der KGB, was erklärungsbedürftig ist, das kann ich mir nicht so erklären, aber eben auch, was sehr erklärungsbedürftig ist, der Mossad, weil er nach all dem, was wir von den Quellen wissen, gar nicht aktiv beteiligt war, sondern nur Kenntnis hatte. Und der Mossad-Agent wird eben mit Schweinsgesicht gezeigt und es wird eine Judengestalt mit SS-Runen gezeigt. Das ist, da kann, glaube ich, niemand dran vorbei, sind zutiefst antisemitische Klischees, die dort eingebaut werden und zur Verächtlichungsmachung des Gegners verwendet werden. Zumal man es so sehen muss, in dieser Weltgerichtsdarstellung sind das alles die Verworfenen. Wenn wir die mittelalterlichen Bilder in der christlichen Kirche Herat von Linsberg und wir haben Höllendarstellungen, dann wird nach den gleichen Klischees werden die Frauen, die abgetrieben haben, die Juden, die Soldaten, die das Volk verraten haben und so weiter, werden in Gruppen so aufgestellt auf solchen Plakaten und das knüpft an so eine Tradition ran. Insofern, hier glaube ich, kann es keine Diskussion geben, das sind antisemitische Klischees und damit ist das ganze Werk antisemitisch. Das habe ich Ihnen jetzt schon gesagt. Das Argument der Documenta-Leitung ist, Sie hätten ja nicht Kunst präsentiert, sondern historische Dokumente. Das kann man machen. Wir haben natürlich auch im Deutschen Historischen Museum Plakate aus der NS-Zeit, die wir dann kontextualisieren und diskutieren. Nur sind wir hier in Kassel auf einer Weltkunstausstellung. Wir sind nicht auf einer Geschichtsausstellung, wir sind auf einer Weltkunstausstellung und haben auch als Besucher das Recht,
dass uns Kunstwerke präsentiert werden und Kunstwerke uns gegenübertreten. Das heißt, mein Argument ist, diese Documenta-Leitung, diese Gruppe hat uns das als visuelles Argument, sie wollten etwas damit bewirken, vorgestellt und nicht nur als historisches Dokument. Wenn es ein visuelles Argument ist, dann muss ich es auch als Kunstwerk ernst nehmen und dann muss man sagen, im Rahmen einer Kunstausstellung hätte es so nicht hier platziert werden dürfen. Das ist das eine, das ist aber eigentlich ein abgearbeitetes Thema. Das zweite, was ich viel schlimmer finde, was aber viel weniger diskutiert worden ist, sind die anti-israelischen Terrorpropagandafilme auf dieser Documenta. Das liegt daran, weil niemand länger als ein paar Minuten dort unten im Hübner-Areal sich aufhält, schon gar nicht sich eine Stunde lang sich so einen Schinken anschaut. Ich hatte das Glück, irgendwann mit meinen Studierenden da zu sein, da war so ein Django-Remake auf Palästinensisch, da haben wir nur gelacht als Studierende, weil das war so berechenbar. Dann hatten sie auch noch den Bolero von Raquel als Filmmusik drunter gelegt. Es war einfach durch und durch lächerlich, aber es sind andere Filme dabei. Und die Filme, die dort gezeigt werden, stammen von Maseo Adachi, also einem Terroristen, man muss das einfach so sagen, einem Kader der Roten Armee Japans, die für eines der größeren Massaker in Lodz verantwortlich sind. Er macht diesen Film, aus dem ich gleich zitiere, und ein Jahr später gibt es ein Selbstmordattentat im Flughafen von Tel Aviv und 26 Menschen sterben. Und wir schauen uns das jetzt an und das Interessanteste daran ist, was die Documenta zur Begründung schreibt. Das finde ich wirklich vollkommen schockierend. Sie schreibt, indem es die bewegten Bilder wieder in Umlauf bringt, reaktiviert Subversivfilm mit Bedacht heutige Solidaritätskonstellationen und reflektiert die Utopie einer weltweiten Befreiungsbewegung. Das könnte man so sagen, ja, Befreiungskampf, ein bisschen viel Pathos und dann gucken wir uns mal an, was denn da reaktiviert werden soll. Das ist jetzt der Hauptfilm, für den der Regisseur bekannt ist. Das ist die Rote Armee PFLP, also die Palästinensische Befreiungsfront, Deklaration des Weltkrieges, dass sie jetzt künftig einen dritten Weltkrieg machen wollen. Und das sind alles so Szenen, die begleiten die eine Stunde lang und die Szenen werden folgend untertitelt. Die höchste Form von Wahrheit ist der bewaffnete Kampf. Bewaffneter Kampf ist die beste Form der Propaganda. Wir weigern uns, Revolution nur in harmlosen Sätzen auszudrücken. Wir wollen die Vernichtung der Feinde. Palästina wurde nach und nach von Hebräern, Römern, Kreuzfahrern und modernen Zionisten besetzt. Der Feind ist nicht nur Israel, sondern der Weltimperialismus. Und dann fragt man sich, was die Documenta denn damit reaktivieren will. Das ist ungeheuerlich, dass das nicht zum wahren Skandal, das ist etwas, wofür man zurücktreten muss und sagen muss, das schmeiße ich alles hin. Das ist unerträglich. Ich meine, man kann bei Klischees immer sagen, ja, diskutieren wir darüber, thematisieren wir, so wie wir Musealisierung auch kennen. Dieses hier ist unter keinen Aspekten als aktives Argument einsetzbar, so oder so nicht. Auch hier wird wieder mit dem Dokument gearbeitet, aber es hat nichts mit einem Dokument zu tun, sondern sie erklären vorher explizit, dass sie es als visuelles Argument zur Reaktivierung des Kampfes einsetzen. Das finde ich unerträglich. Der Film ist jetzt nicht mehr zu sehen, dafür aber andere. Das sind sozusagen die eigentlich einfachen Fälle, weil unstrittigen Fälle. Etwas schwieriger ist es dann bei anti-israelisches, anti-zionistisches auf der Documenta oder Israel-Kritik könnte man noch hinzunehmen, wenn man eine neutrale Formulierung wählt. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe gesehen, dass vorne die ähnliche Definition von Zionismus ausliegt. Zionismus ist die grundsätzliche Leugnung des Rechts von Juden auf nationale Selbstbestimmung in Israel und Palästina. Das ist sozusagen die Grundlage, von der ich ausgehe. Antizionismus fordert im engeren Sinne die Auflösung des Staates Israel. Im Weiteren ist er Kritik an der Innen- und Außenpolitik, zum Beispiel an der Siedlungspolitik. Das ist sozusagen die breitere Definition. Und das ist mir schon wichtig, das muss nicht zwingend Antisemitismus bedeuten. Das, was die Initiative gegen Antisemitismus aus Kassel auf ihrem Logo hat, Antizionismus ist automatisch Antisemitismus, das teile ich nicht. Es liegt daran, weil ein Gutteil auch meiner jüdischen Bekannten und Freunde selber sehr zionismuskritisch sind, weil sie Universalisten sind und die würden dann eben unter diese Definition von Antisemitismus fallen. Das finde ich ist eine zu scharfe Auslegung.
Was man aber sagen kann, Antizionismus ist heute sehr oft und in der größeren Zahl der Fälle ein Codewort für Antisemitismus. Das kann man, glaube ich, sehr klar sagen. Es gibt also große Schnittmengen zwischen den beiden. Es ist aber unwahrscheinlich schwer, von diesen Definitionen her Kunstwerke zu beurteilen. Das ist natürlich das eine, wenn jemand sagt, ich bin Antizionist, ich bin was weiß ich was. Aber wenn wir jetzt durch eine Ausstellung gehen und sehen ein Kunstwerk, wie sollen wir darauf kommen, wie das gemeint ist, was es bedeutet und so weiter. Es gibt so eine Unterscheidung von dem Schriftsteller und Philosophen Umberto Eco, der sagt, wir müssen unterscheiden die Intentio Autoris, also die Intention des Urhebers, Intentio Operis, die Intention des Werkes, und Intentio Lectoris, also sozusagen die Intention, die die Leser in die Wahrnehmung hineinbringen. Und alles will bedacht sein. Was ein Urheber macht, ist noch nicht die volle Kontrolle darüber, was sein Werk tatsächlich enthält, weil vieles darin unbewusst ist oder Codes benutzt, die ihm gar nicht präsent sind. Das Werk ist viel breiter und dann muss man gucken, gibt es Spuren in dem Werk, die bestimmte Lesarten begünstigen oder wenigstens nicht verhindern. Wenn alle Menschen ein Werk antisemitisch lesen, dann sind offensichtlich keine Markierungen eingebaut, die das verhindern. Das ist ganz spannend, also auch Werke, die gar nicht intentional antisemitisch sind, können aber zu antisemitischen Chiffren werden, weil sie keine Markierung drin haben, die sagt, nee, diese Lesart, die will ich aber nicht. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, ich zeige es gleich noch deutlicher, ich habe ein neutrales genommen, ich sage auch nicht, wo es hing, es war hier in Kassel 2017, können Sie jetzt nicht erkennen, ich zeige es nochmal gleich deutlicher. Das hing einfach so in einem weißen Rahmen, DIN A4-Blatt groß, in einer Ausstellung. Eine indische Künstlerin hat es gemacht, DIN A4-Blatt groß. Ich mache es jetzt mal ins Schwarz-Weiß-Modus, dann können Sie es ein bisschen besser sehen. Und das ist jetzt ganz interessant. Ich wette, 99,9% von Ihnen wäre einfach da vorbeigelaufen und hätte gesagt, weiß ich nicht, zwei Leute vor dem Rednerpult, gehe ich weiter, da sind ja noch so viele andere Kunstwerke. Das ist das Problem sozusagen. Wie soll man denn erkennen, ob dies ein antisemitisches, antizionistisches, israelkritisches Kunstwerk ist? Das ist der Fall, den wir normalerweise haben. Wir gehen durch ein Museum und sagen, aha, das und das ist zu sehen, da liegt so ein Pärchen und da sind ein paar Soldaten, wieso soll denn das irgendwie kritisch sein? Dieses Werk ist ganz interessant, weil man geht dann einmal, zweimal dran vorbei und denkt, naja, etwas fällt auf, die rechte Figur hat eine Kippa auf. Wir sind also sozusagen offensichtlich nicht in einem ganz neutralen Kontext, sondern wir sind in einem religiös dominierten, determinierten Kontext. Wir haben einen Menschen, der rechts vom Puls steht, der eine Kippa trägt. Und dann woran können Sie das als Kippa erkennen? Ich nicht. Doch. Nein, ich hatte erst eine Großvergrößerung davon, da sieht man es sehr eindeutig. Es muss auch nicht eine Kippa sein, aber der nächste Schritt ist, dass man sich informiert, gibt es mehr Informationen zu dem Bild und so weiter. Man hat einen Anfangsverdacht. Das ist ja bei den Dokumentarkunstwerken auch. Man hat einen Anfangsverdacht und sagt, hier ist eine Richtung, jetzt überprüfst du doch mal. Und dann findet man im Katalog der Künstlerin die Beschreibung, ja, das seien Nachzeichnungen einer Videosequenz bzw. von Fotografien, wo Mitglieder der Knesset gewaltsam am Reden gehindert worden wären und das Mikrofon hätte bereit gestanden, aber ihre Stimme wäre nicht zum Tragen gekommen. Das heißt, mein Anfangsverdacht ist, hier geht es tatsächlich um eine Situation mit jüdischer Beteiligung. Das heißt, der rechte Ordner hatte eine Kippa auf oder die Künstlerin hat ihm dann eine Kippa versetzt, das weiß ich nicht. Und dann hat sie diese Situation geschildert und das ist tatsächlich so, das ist wahr. Das ist ein arabischer Abgeordneter, der in der Knesset am Reden gehindert wurde. Was war passiert? Der hatte den jüdischen Parlamentspräsidenten, Nachkomme von Opfern des Holocaust, als Faschisten bezeichnet. Und in keinem Parlament der Welt, das wäre im Bundestag dasselbe, dürfte er dann weiterreden. Wenn den Bundestagspräsidenten als Faschisten bezeichnet, bekommt das Wort abgestellt und wird weggeführt. Indem die Künstlerin dies nun als Auslöschung inszeniert, sie sagt also, die Stimme des arabischen Menschen, die kommt nicht zur Geltung und das ist ein typisches Bild für die Knesset in Israel, wird das Bild eben nicht nur israelkritisch oder antizionistisch, sondern bekommt einen Zungenschlag ins Antisemitische hinein.
seht mal, was die Juden mit den Arabern machen. Das ist das Problem. Zumindest aber wird es anti-israelische Propagandakunst. Das ist ganz klar, denn es spiegelt nicht das wider, was Kontext der gesamten Szene ist. Für mich ist das ein Beispiel, wie schwer es manchmal fällt, ein Bild, das man ganz normal sieht, auch als solches zu dechiffrieren, wenn man nicht Kontexte kennt. Heute würde ich sagen, ja, der Kontext ist eindeutig, auch so, wie es beschreibt, aber sehen ist es sehr schwer. Erst wenn man den Kontext hat, erkennt man, worum es ging. Und auf dieser Documenta sind die Werke, die die meisten Kontroversen hervorgerufen haben, im Sinne, ist das noch erlaubt, ist das verboten, ist das harmlos und so weiter, sind eben die Werke von Mohammed al-Hawairi. Meron Mendel hat gesagt, ich halte das für Gott sei Dank schlechte Kunst, aber handwerklich kann ich nichts zu sagen, aber antisemitisch sehe ich sie nicht, sondern die sind israelkritisch, aber nicht antisemitisch. Andere sehen das völlig anders. Ich habe Freunde, die können nicht 3 Minuten vor diesen Bildern sein und sagen, das ist unerträglich, das tue ich mir nicht an. Und das finde ich das Spannungsvolle daran, zu gucken, ja, wie schärfen wir unsere Sinne dafür, wie man damit umgehen kann. Das Ganze gehört zu einem Werkzyklus mit dem Titel Guernica Gaza 2010-2013. Ich sage gleich noch was zu dem Titel. Und da sind 33 Artefakte habe ich bisher gefunden aus der gesamten europäischen Kunstgeschichte, von Leonardo bis Salvador Dali, alles so sozusagen Eyecatcher, die wir alle irgendwie im Bilderbewusstsein haben. Und die werden nun appliziert auf die Situation im Gazastreifen. Das ist sozusagen der Sinn des Ganzen. Und 5 aus diesen 33 Artefakten werden im WA 22 präsentiert. Ich sage ganz kurz was zu dem Künstler. Mohammed al-Hawairi ist 1976 im Flüchtlingslager im Gazastreifen geboren und er hat 2002 diese Ethikgruppe für zeitgenössische Kunst im Gazastreifen gegründet, die dann von der Documenta eingeladen worden ist und als deren Hauptmitglied er dann hier eben auch ausstellt. Er hat 2008 ein Stipendium in Paris bekommen, Cité Internationale der Art in Paris. Das klingt bedeutungsvoller, als es ist. Das ist ein Areal, wo 400 Künstlerinnen und Künstler zusammenleben und jedes Land hat da diverse Ateliers gekauft. Die Bundesrepublik Deutschland hat da 3 Ateliers und jedes Bundesland hat noch ein Atelier gekauft und schickt dann ihre guten Sprösslinge, sagen wir mal, dahinter, damit die mal Paris kennenlernen. Also wird die palästinensische Autonomiebewegung wird dort ein Atelier gemietet, gekauft haben und hat ihn dorthin geschickt. Das ist nicht eine Kunstanerkennung im Sinne des Henry-Kahnweiler-Preises oder irgendwie sowas. Das ist es nicht, sondern es ist einfach nur ein Lernstipendium. Ausgebildet wurde er dann, wie er auf seiner Homepage schreibt, 3-mal in der Sommerakademie in Amman bei Marwan Kasabashi. Das ist ein Deutsch-Syrer und wirklich ein sehr guter Künstler, wirklich sehr guter Künstler, Professor in Berlin, Schüler von Herrn Trier, überhaupt keine Propagandakunst, mehr porträthafte Kunst, aber wirklich ein sehr, sehr guter Künstler. Woraus ich schließe, Mohammed al-Hawairi hat gute Ausbildung kennengelernt, er weiß, nach welchen Standards man arbeiten kann. Das ist sehr wichtig. Ich habe studiert bei, ist immer ein Qualitätskriterium dafür, wie man denn ausgebildet worden ist und was die Kriterien der eigenen Arbeit sind. Wenn man dem da nicht genügt, umso schlimmer. Zu seiner eigenen Haltung zum Nahostkonflikt kann man, abgesehen von Vermutungen, wenig erschließen. Auf seiner Website, die er jetzt nochmal wieder aktualisiert hat, hat er in älteren Texten, spricht er 2014 von der Hamas-Regierung als demokratisch legitimierter Regierung des Gazastreifens. Das kann man anders sehen. Aber er erwähnt sie nicht direkt, aber er sagt eben, wir haben eine demokratisch gewählte Regierung. Und in einem anderen Kommentar sagt er, er hoffe, dass in Zukunft, dann nennt er das Gebiet aber nicht, das Land von palästinensischen Generationen bestimmt werden wird. Ich vermute, aber er sagt es nicht explizit, er meint ganz Israel. Explizit antisemitische Äußerungen finden sich nicht, das muss man ganz klar sagen. Also, jetzt hat er seit einem Monat genau diese Website neu gestaltet und da merkt man auch, wie wichtig die Diskussionen hier in Kassel sind, denn er reagiert unmittelbar auf das, was hier in Kassel passiert. Also hier aufzustehen und zu sagen, das gefällt uns nicht und wir haben die und die Einwände, ist wichtig, weil er reagiert darauf und versucht sich abzusichern und versucht sozusagen gegenzusteuern. Und dort schreibt er jetzt, was ich doch eigentlich mache in Kassel, ist ein
Remodeling von Kunstgeschichte. Also ich mache eine neue Anordnung, eine neue Gestaltung von Kunstgeschichte und führe die Kunstgeschichte wieder ein in einem neuen, sozusagen zeitgenössischen Stil. Er nennt es Fashion, könnte man anders nennen. Und ich verwende, sagt er dann als zweites Argument, vor allen Dingen Szenen von Gewalt, die ich reaktualisiere. Das ist nicht ganz richtig. Von 33 Bildern haben nur 7 Gewaltszenen. Das, finde ich, ist nicht ganz korrekt. Und die letzte, das halte ich jetzt für eine Reaktion auf die Kasser-Debatten. Violence has no religion and is not limited to particular geographic region. Also Gewalt hat keine Religion und ist nicht auf bestimmte Regionen begrenzt. Es ist, entsteht sozusagen die Staatsbürgerschaft von Gewalt, ist im Inneren des Herzens und da bezieht er sich dann auf Kain und Abel. Und da merkt man, er versucht sich abzusichern. Er geht raus aus dem Konflikt und sagt, nein, nein, es bezieht sich nicht auf eine Religion, bezieht sich nicht auf eine Region, sondern es ist etwas Allgemeinmenschliches. Die Beispiele, die er wählt, sind aber 100% nur Gazastreifen. Insofern ist das meines Erachtens eine Schutzbehauptung. Ich mache gleich eine Pause. Ich sage eben noch was zum Guernica-Titel insgesamt, weil mich auch eben jemand fragte, sehen wir denn auch mal Guernica? Das ist Guernica, das Bild. Und das ist sozusagen insofern das Skandalöse, dass man als Rahmen für jedes einzelne hier in Kassel präsentierte Bild schauen muss. Ohne diesen Titel könnte man bei vielen der hier präsentierten Bilder sagen, ja, so what, da liegen ein paar Kornbauern drin und da kommen ein paar Soldaten, was soll das? Aber jedes einzelne Bild steht unter diesem Titel Gaza Guernica. Es gibt einen konstitutiven Zusammenhang zwischen dem Geschehen von Guernica und dem Geschehen im Gazastreifen. Und es nimmt Bezug, das ist sozusagen eine Ikone revolutionärer Bewegungen, sich möglichst als Opfer wie in Guernica darstellen zu können, auf Picassos Guernica-Bild. Das ist elementar, sozusagen hat jeder von Ihnen vor Augen. Man kann viel Kritik daran üben. Man muss eben wissen, dass es so symbolisch abstrahiert ist, liegt nicht daran, dass Picasso nicht das Leiden vor Ort beim Visualisieren wollte, sondern weil er es nicht durfte. Es sollte auf die Weltkunst, auf die Weltausstellung, und die Weltausstellung hat gesagt, eine 1:1 Umsetzung dessen, was in Guernica passiert, erlauben wir dir nicht. Deshalb musste er eine Kodifizierung, eine Symbolisierung machen. Und die ist jetzt so offen, dass jede Bewegung der Welt quasi sich darauf beziehen kann und sagen kann, wir sind aber auch solche Opfer. Und das ist jetzt das, was der Künstler damit macht, und das ist hochinteressant. Also er nimmt jetzt, er ist ja ein Photoshop-Künstler, er nimmt Photoshop und nimmt aus den Quellen, die ihm zur Verfügung sind, aus den Zeitungen, aus dem Internet, lauter Bilder von Opfern im Gazastreifen und montiert die in Guernica ein. Und zwar auch an den Stellen, wo Picasso die Aufklärung der kommunistischen Bewegung, die Aufklärung triumphieren sieht. Also das ist etwas bizarr und er macht etwas, bevor ich auf die Beleidigung gegenüber dem Judentum und Israel eingehe, er macht etwas, was auch die Opfer in Guernica beleidigt, nämlich unten zeigt er einen Kombattanten aus dem Gaza-Krieg, also einen bewaffneten Kombattanten, der Krieg führt. Und das behauptet, auch Guernica waren Kombattanten, also sozusagen Hitler hatte recht, dass er dort Kriegsteilnehmer bombardiert hat. Das ist aber nicht wahr. Es gab überhaupt keinen Anlass in Guernica, diese Stadt zu bombardieren. Es ging ausschließlich um das Töten von Zivilisten und nicht von Kombattanten, also Kriegsgegnern. Und er schädigt jetzt hiermit auch noch Picasso und Guernica und die spanische Bevölkerung, die Opfer wurde in Guernica. Das ist sozusagen die Logik. Und das ist etwas, das ist ein Stereotyp der palästinensischen PLO-Fatah-Hamas-Propaganda seit 2000. Es hat ja auch in Deutschland in Bremen Ausstellungen, Fotowettbewerbe gegeben unter dem Titel Gaza Guernica. Also sagen, man hat immer auf der linken Seite sozusagen das Picasso-Bild und auf der rechten Seite das Geschehen im Gazastreifen. Hier von einem nun dezidierten Antisemiten, Carlos Latuf, der auch den zweiten Preis im Iraner Holocaust-Wettbewerb gewonnen hat. Also deutlicher geht es kaum. Und das ist aber die Beleidigung oder das Antisemitische, was da drin steht. Die These des gesamten Zyklus sagt ja, Israel verhält sich zu den Palästinensern wie die Nationalsozialisten zu den baskischen Einwohnern. Das ist die Überschrift jedes einzelnen Bildes. Und das
ist, wenn man die IRA-Definition von Antisemitismus zugrunde legt, ein klassischer Antisemitismus. Wer die israelische Politik mit der Politik der Nationalsozialisten vergleicht, verhält sich antisemitisch. Insofern ist das ein klares Beispiel, diese, sozusagen die Betitelung des Ganzen. Das sagt noch nichts über die Einzelwerke aus, aber die Betitelung des Ganzen versucht genau diesen Vorgang Bild für Bild sozusagen plausibel zu machen, so wie die Nazis mit den Juden, so die Juden mit den Palästinensern. Und das macht es eben so problematisch. Man kann vor einem Bild stehen und kann sagen, ja, sind doch nur Kornbauern drauf. Aber die Überschrift ist eine ganz andere. Hier haben wir eine Wiederholung von 33 bis 45. Jetzt komme ich gleich wirklich für mich zum Break, aber das wollte ich Ihnen... Das Zweite, ich hatte gesagt, es gibt die Intentio Autoris, die Intentio Operis und es gibt die Intentio Lectoris. Worauf wir schauen müssen ist, wie nimmt die palästinensische Bewegung weltweit diese Bilder denn wahr? Das passiert, wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Diese Bilder sind seit ihrem Erscheinen 2013 gefeiert worden. Und als sozusagen das neue Propaganda-Instrument, um in Europa und weltweit das Anliegen der Palästinenser vorzutragen. Und ich habe hier einen der größten Artikel in der Palestine Chronicle von 2013 von einer australischen Palästina-Aktivistin, Blasner, und die endet ihren Artikel. Und die ultimative Entartung einer jeden Gesellschaft ist kaltblütige Rücksichtslosigkeit, das Leben der Kinder betreffend. Und in dieser Hinsicht ist Israels Entartung untermenschlich. Das sind die Sachen, wie im palästinensischen Propagandaapparat mit diesen Bildern umgegangen wird. Und dann kann man nicht mehr davor stehen und sagen, ja, ja, kann man aber viele Meinungen zu haben. Palästinensische Propagandaabteilungen lesen diese Bilder eindeutig. Das müssen wir nicht teilen. Wir können sagen, man kann da was anderes draus lesen. Aber so werden sie gelesen. Und nochmal aus diesem Artikel, jetzt habe ich es mal auf Deutsch übersetzt. Die israelische Militärbesetzung ist ein virulenter Krankheitserreger, der die Psyche und den Körper seiner lebenden Wirte infiziert und schwächt. 28 außergewöhnliche Kunstwerke, die israelische Terrorherrschaft zeigen, die in die künstlerische Vision bestimmter alter Meister eindringt. So wird das erläutert. Und den Kontext, den sehen wir hier vor Ort natürlich nicht. Dieser Kontext, der ergibt sich, wenn man die Geschichte dieser Bilder seit 2013 sich anschaut. Und dann komme ich auch selbst zu ganz anderen Schlussfolgerungen als wir machen. Ich hatte schon gesagt, dann, das ist jetzt auch das letzte Blatt bis für der Pause, der zweite Gestus, den der Künstler macht, ist, er zeigt uns idyllische Bilder, er zeigt uns vor allen Dingen Millet, Jean-François Millet. Er versteht überhaupt nicht, was Millet geleistet hat als Präimpressionist, das weiß er gar nicht, er weiß auch gar nicht, was die Bildinhalte sind. Aber dieses Harvester, das ist ja für diese Dokumente ein ganz wichtiges Thema, die Kornbauern, der Ernteeintrag. Dieses Harvester-Motiv, das überträgt er jetzt auf die Palästinenser und zeigt dann eine hochindustrialisierte Militärmaschinerie, die auch über diese Harvester hinwegfallen. Das ist ein Standardtypus, der sich auch in den Terrorfilmen von 1971, 1972 findet, die wir hier auf der Dokumenta sehen. Und das ist sozusagen... Die agrarische Gemeinschaft des Gazastreifens wird von einer Terrorgesellschaft, einer hochtechnologisierten Terrorgesellschaft überfallen. Das ist sozusagen der Kontext, den er zeigt. Und das erklärt, warum er eben nicht nur Gaza-Guernica, nicht nur Gewaltszenen zeigt, sondern warum er diese idyllischen Sachen uns zeigt. Ja, ich hoffe mal, die Stimme kommt jetzt bis hinten durch. Und ich mache jetzt etwas kürzer. Die künstlerischen Fragestellungen, die können wir dann am Objekt noch mal genauer schauen. Ich sage mal, es geht immer um Aneignung. Wie geht man mit Geschichte um? Wie geht man mit ethischen Fragestellungen um? Wie eignet man sich das an? Und da habe ich mal drei. Es gibt sicherlich viele andere Formen, die man auch noch diskutieren könnte. Das eine wäre das Kunsthafte dieser Kunst, also unter was für Kategorien könnte man das fassen? Ich schlage mal eine Kategorie vor, die auch einige der Künstler, die er selber beerbt, gemacht haben, nämlich Appropriation Art. Ich sage gleich noch, was das ist. Die zweite Kategorie wäre eine Form, die Sie eher aus dem Theater kennen, Reenactment, eine Wiederaufführung eines alten Stückes. Und das dritte ist das, was insbesondere die ganz jungen Leute
eher aus der Popkultur, aus dem Popkulturbereich kennen, Cultural Appropriation, darf man sich mit Etiketten, mit Kleidungsstücken versehen, die eigentlich zu minoritären Kulturen gehören. Das sind alles drei Punkte, die ich hier berührt sehe. Und ich sage jetzt einmal Appropriation, also ich mache nur die Beispiele. Das wäre eine klassische Form, wie ein Künstler ein Vorbild beerbt, aber sagt, also links sehen Sie ein Bild von Millet, also Präimpressionist, es geht um den Sonnenaufgang, den Kornbauern, und Sie kennen vor allen Dingen vermittelt durch Van Gogh ganz viel von diesen Millet-Bildern, und Van Gogh ist so begeistert von Millet, dass er sagt, das übernehme ich, aber so malen wie Millet kann ich nicht mehr, ich habe einen pastosen Pinselstrich, ich habe ganz andere Umgangsformen wie Millet, aber ich ehre ihn, indem ich den Bildaufbau übernehme, aber ich übertrage es in meinen Malstil, und wenn wir das Bild heute sehen, dann sagen wir, ach guck mal, ein Van Gogh. Das heißt, wir können am Malstil erkennen, dass es ein Van Gogh ist. Das ist ganz wichtig. Appropriation Art heißt, ich übe Kritik, vielleicht ist ihm auch was nicht gelungen, dem Millet, und er macht es ein bisschen deutlicher. Oder ich ehre einen Vorgänger, aber indem ich es in meinen eigenen Stil übertrage. Das ist mir ganz wichtig. Das wäre das eine. Das andere ist für diese Documenta viel wichtiger. Das ist das sogenannte Reenactment. Das kennen Sie aus dem Theater. Brecht schreibt 1931 die Heilige Johanna, und kein Regisseur in der heutigen Zeit würde jetzt eine wortgetreue und bildgetreue Reinszenierung machen, sondern er überträgt es in heutige Situationen, heutige Fragestellungen und in einen heutigen Bildaufbau. Er macht trotzdem Brecht, die Heilige Johanna, aber aktualisiert auf heutige Zeiten. Und da gibt es einen ganz berühmten Bilderzyklus, der auf dieser Documenta eine große Rolle spielt. Der hat begonnen 1814 mit Goyas Erschießung der Aufständischen. Das ist vielleicht sogar das, was Sie kennen. Das ist eine Situation, die Spanier sind besetzt durch die Franzosen und machen einen kleinen Aufstand, und dann kommen die französischen Soldaten und erschießen die Aufständischen. Goya hört davon, er war kein Augenzeuge und malt das dann, und das ist sozusagen zu einer Ikone der Widerstandsbilder geworden. Und jetzt kann man Reenactment machen. Das heißt, 60 Jahre später erschießen die Franzosen oder lassen die Franzosen Kaiser Maximilian von Mexiko erschießen. Und Edouard Manet ist so empört über das, was da passiert, dass er sagt, ich nehme mir den Bildaufbau von Goya, nehme aber meinen eigenen Malstil und reinszeniere dieses Bild. Es sind nicht mehr unschuldige, arme Leute, die jetzt protestiert haben, sondern es ist schon der König von Mexiko. Aber es wird sozusagen trotzdem eine Gewaltsituation dargestellt. Zola betitelt dieses Bild ganz aggressiv in Frankreich. Frankreich erschießt Kaiser Maximilian. Daraufhin wird das Bild in Frankreich verboten. Es darf in Frankreich nicht gezeigt werden. Die Folge ist, es gibt 4 Variationen des Bildes, sie sind in der ganzen Welt verstreut, aber in Frankreich gibt es kein einziges dieser Bilder. Das weitere Reenactment wäre Otto Dix. Das ist ein verschollenes Bild, 1945 verschollen, und er hat dort einen Straßenkampf der Weimarer Republik gezeigt, Soldaten mit Stahlhelmen, die schießen auf eine Bevölkerung, aber im Unterschied zu Goya und zu Manet ist diese Bevölkerung nicht wehrlos. Die haben Waffen, die schießen auch selber. Es ist also wirklich eine gewaltsame Situation. Aber der Bildaufbau ist klar, es ist ein Reenactment von Goya, aber mit einer anderen Aussage. Und auch der Malstil, wenn wir es jetzt in Farbe hätten, wäre eindeutig ein Otto Dix. Die berühmteste Neuinszenierung ist von Pablo Picasso, Massaker in Korea. Und das wird natürlich Picasso-Kenner nicht überraschen, aber einige vielleicht doch. Picasso ist natürlich Sympathisant der Kommunisten und er steht auf der Seite der Nordkoreaner. Und diese Robotersoldaten auf der rechten Seite sind die Amerikaner, die dort bei den Kindern und Frauen in Nordkorea ein Massaker anrichten. Das ist sozusagen handwerklich nicht eines der gelungensten Bilder von Pablo Picasso, aber es ist sehr schlagkräftig und wird auch gerne beerbt in revolutionären Bewegungen. Und ich glaube nun, dass das aktuell diskutierte Bild von Burhan Gakutli von 1969 eine Beerbung des Picasso-Bildes ist. Ich glaube, das ist ein Professor für Kunst in Damaskus, der eigentlich
zumindest für palästinensische Bewegungen gearbeitet hat, die für die Zwei-Staaten-Lösung eintreten. Und das widerspricht eigentlich das, was die FAZ daraus gemacht hat. Es ginge um Ritualmordlegenden und so weiter. Ich glaube, es ist ein Zitat in seinem Stil des Picasso-Bildes. Dann würde ich sagen, dann ist es das Bild links unten nicht unter der Kategorie von Antisemitismus einzuordnen, sondern der Fortschreibung eines Reenactments. Und das würde ich für in Ordnung halten. Cultural Appropriation, das kennen die jüngeren Leute eher, also sagen, welcher Popstar darf sich eigentlich einen Turban aufsetzen, wer darf noch ein Reggae-Lied spielen, wer darf ein Dreadlock-Haare tragen, das ist im Augenblick wird sehr stark diskutiert, da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein, nur wenn man hier scharfe Kriterien anwendet, wenn man also sagt, Identitäten einer Minderheit dürfen nicht beklaut werden, man darf die sich nicht aneignen, dann gilt das natürlich auch für Marc Chagall, dem von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Künstler. Dann kann ich nicht als Palästinenser hingehen und sagen, ach guck mal, das ist so typisch jüdisch, das eigne ich mir mal an. Man muss nicht Cultural Appropriation sozusagen verwerflich finden, es gibt auch Gegenargumente, aber wenn man einmal identitätspolitisch arbeitet, fällt es mir ganz unangenehm auf, wenn in dem Augenblick, wo es um Juden geht, Cultural Appropriation keine Rolle mehr spielt. Da darf man es offensichtlich. Und das finde ich schwierig, denn genau das macht ja der Künstler. 6 Werke, glaube ich, insgesamt sind von Marc Chagall, die alle eindeutig sozusagen zuordnender sind und er wendet sie gegen das jüdische Volk. Und das finde ich dann einen klassischen Fall, wenn man von Cultural Appropriation spricht, für genau das eben, Cultural Appropriation. Das ist eine aktuelle der Chagall wird hier auf der Documenta von dem arabischen Künstler beerbt. Und das heißt, er stattet seine Bilder mit Eigenarten jüdischer Malerei aus und wendet alte Bilder. Genau, aber das ist ja bei den Dreadlocks, das ist ja auch eine alte Übernahme oder bei asiatischen Sachen, die meinetwegen vorgeworfen werden. Das ist genau der gleiche Vorgang. Also es geht um Identitätspolitik. Und jetzt dieser Zyklus. Es sind, wie gesagt, man findet immer mehr Werke, 32 Werke. Und wenn Sie jetzt näher davor wären und nicht so weit dort hinten, dann würden Sie alles erkennen. Die Mona Lisa natürlich, Vermeers Milchmädchen und Davids Erschießung des Marat und die Freiheit für das Volk und so weiter. Das sind immer alles Eyecatcher. Hier sind wir im 19. Jahrhundert, alles so idyllische, präimpressionistische Landschaften von Millet. Und dann kommen wir zu Vincent van Gogh. Und Vincent van Gogh wird dann abgelöst durch Marc Chagall. Und die Moderne bilden dann Picasso und Salvador Dali. Und einen kleinen Munk habe ich noch gefunden, den er dabei hat. Und jetzt habe ich mal einige Bilder rausgesucht, um auch nochmal die Schwierigkeit am Anfang zu zeigen und dann zu zeigen, was daran problematisch ist. Das hier zum Beispiel fand ich ein ganz interessantes Bild, weil ich am Anfang völlig unsicher war, wie ich damit umgehen soll. Das ist die historische Vorlage, das Martyrium des heiligen Bartholomäus, christlicher Heiliger, also einer der Jünger Jesu, der nach Armenien geht, dort vom Bruder des Königs gefangen genommen wird und der sagt dann, zieht immer die Haut ab, aber bei lebendigem Leib. Das kennen Sie vielleicht von der Sixtinischen Kapelle. Michelangelo hat sich in dieser Figur dargestellt, diese gehäutete Figur. Diese Figur übernimmt er und macht dieses Bild daraus. Und ich fand das, also wenn man genauer hinschaut, sieht man, er hat das alte Gesicht des Bartholomäus ausgetauscht durch ein junges Gesicht. Und ich hatte erst gedacht, ach, hier wird ein gestorbener Palästinenser gezeigt. Und dann war ich ganz irritiert, weil dieser Palästinenser eine Tätowierung im Oberarm hat. Und da hatte ich schon Vorurteile, sage ich mal. Ich sage, wie kann das denn sein? Was will er damit sagen? Und habe mich dann mehr damit beschäftigt, weil ich wusste nicht genau, was das überhaupt mit Guernica, Gaza zu tun haben sollte. Und dann in einem Katalog von 2012 hat dieses Bild den Titel Vittorio Arrigoni. Und dazu muss man jetzt in Israel leben oder sich mit dem Konflikt im Gazastreifen auskennen. Das ist ein Journalist, ein
Aktivist, ein italienischer Aktivist, der in den Gazastreifen gezogen ist aus Solidarität und dann von einer salafistischen Gruppe entführt und gefoltert und getötet wird. Und dazu gibt es ein Video. Und die Hamas selber ist sozusagen Konkurrent von dieser der salafistischen Al-Qaida zugehörigen Gruppe und verfolgt die dann und die werden dann auch angeklagt und verurteilt. Das ist das eine sozusagen. Das ist also ein innerpalästinensischer Konflikt. Im Gazastreifen wird ein Aktivist entführt und getötet. Bis heute sagt aber auch die Hamas, dass man müsse ja auch die Frage des cui bono stellen. Und immer wenn es Israel nützt, dann muss Israel dahinter stecken. Und jetzt gibt es ganz viele Videos, nicht auf YouTube, sondern auf Dailymotion, die sind da ja mit der Zensur nicht so rigide. Und die sagen dann, ja, das ist ganz klar, das ist ein vom Mossad getöteter Mensch. Weil das ist der Sinn von Behinderungsakten, das kann nicht einer von uns sein. Und nun weiß ich nicht, was will uns dieser Künstler aus dem Gazastreifen, Al-Hawari, mit diesem Bild aussagen. Er legt keine Spuren im Bild an, aber ich glaube insgesamt, wenn er Gaza Guernica als Überschrift macht, dann ist seine These die, das hat eben doch auch was mit Israel zu tun. Das ist sozusagen etwas, was Israel mit zu verantworten hat. Das sage ich aber deutlich, ist nur eine Vermutung. Das ist ein Bild, ich fahre immer so mit Studierenden aus Bochum zur Documenta und mit Kollegen und ich habe einen Kollegen, der ist auch immer sehr engagiert und sagt, wie mit diesem Bild umgegangen wird gleich, das ist reiner Antisemitismus. Und ich sage, nein, ich finde das ganz im Gegenteil, das ist ein unfreiwilliges Eigentor. Das ist Marat, das kennen Sie, die Tötung von Marat, französische Revolution, totes Marat, hängt, glaube ich, heute in Brüssel, das Bild. Und er macht folgende Aufnahme daraus. Wir sehen den Marat auf der linken Seite und rechts ein zerstörtes Haus und einen kenntlich gemachten IDF-Soldaten, der Marat tötet. Meine Kollegen machen sich an dem kenntlich Machen des Soldaten, also sozusagen die Personifizierung dieses Soldaten, der ist erkennbar quasi. Und ich sage, nein, die Geschichte, die kann er doch nicht ernst meinen. Marat ist ein Massenmörder. Marat findet die Tötung, Abschlachtung von 100.000 Gegnern der Französischen Revolution in Ordnung. Er befiehlt die Tötung von 10.000 Menschen im September-Massaker. Und der wird jetzt nun durch einen Soldaten des IDF getötet. Was ist daran zu kritisieren? Also was will der Künstler mir eigentlich sagen mit diesem Bild? Ich glaube, er hat das nicht zu Ende gedacht, weil er dachte, Marat sei sozusagen ein Held. Aber er ist kein Held, er ist ein Massenmörder. Er ist ein Massenmörder historisch auf der richtigen Seite der Französischen Revolution, aber er bleibt ein Massenmörder. Und in einer Polizeiaktion wird ein Massenmörder erschossen. Und wir haben gerade gejubelt über einen Al-Qaida-Führer, der irgendwie erschossen worden ist oder liquidiert worden ist. Nichts anderes wird hier dargestellt. Das finde ich, das ist das Erste, was auch auf der Documenta zu sehen ist. Das wunderbare Bild von Eugène Delacroix, die Freiheit führt das Volk. Das kennen wir alle in Schulbüchern, tausendfach abgebildet. Es ist der Sturz des Bourbon-Regimes und Delacroix zeigt diesen Moment, wo das Bürgertum die Macht ergreift. Und was macht den Humanismus dieses Bildes aus? Das ist nicht ein historisches Zeitdokument im Sinne von das und das ist passiert, sondern Delacroix sagt, es gibt Opfer auf beiden Seiten. Das ist ihm ganz wichtig. Er zeigt nicht nur die Opfer auf Seiten der Barrikadenkämpfer auf der linken Seite, sondern auch die Opfer der Soldaten, die im Dienste der Bourbonen nun ihr Leben lassen müssen. Und das zeigt den Humanismus. Man muss die Opfer beider Seiten zeigen. Das ist ihm ganz wichtig. Das macht den impliziten Humanismus aus. Und jetzt offenbare ich mich als ein bisschen chauvinistisch, rassistisch. Ich habe meine Studierenden gefragt, was wird im Hamas, im kontrollierten Gazastreifen von diesem Bild nicht Bestand haben können? Ja, und dieses Bild ist nun so, dass alle Humanität, die Delacroix in das Bild eingebaut hat, nämlich die Opfer beider Seiten zu zeigen, das, was also was die Vorgänger gemacht haben, das lässt er weg, sondern wir haben eine Masse von Opfern aus dem Gazastreifen. Im Hintergrund fliegen ein paar Flugzeuge der IDF und das ist alles. Und dann ist in der Mitte eben die Marianne oder ich weiß nicht, wie das dann im palästinensischen Bereich heißt. Und das finde ich dann schon
eigentlich sehr entlarvend, wenn man das miteinander vergleicht. Das ist ja kein Freiheitsgewinn, der da uns vor Augen geführt wird. Würde ich das meinen Studierenden zeigen, würden die sagen, das ist aber viktorianisch sozusagen, züchtig, aber das ist sozusagen nicht Emanzipation. Und insofern kann man da fragen. Das finde ich jetzt, nicht umsonst ist das der Titel auch bei der Ankündigung gewesen, das finde ich, da kann man ja anderer Meinung sein, finde ich eine Beleidigung sondergleichen, weil es in doppelter Hinsicht ein Angriff ist. Es ist ein Angriff auf mich als religiöse Existenz, es ist ein Angriff auf einen Maler und es ist ein Angriff auf eine wunderbare Geschichte. Man muss sich vorstellen, das werden Sie sich gar nicht mehr vorstellen können, dass dieses Bild 1853 in Frankreich nicht gezeigt werden konnte. Weil die haben das gesehen und gesagt, ein Revolutionär, sowas darf nicht gezeigt werden. Und wir sagen, oh, eine idyllische Landschaft. Nein, es ist ein Revolutionär, weil in Frankreich in der Zeit die Ärmsten der Armen, die Ehrenleserinnen, nicht gemalt werden durften. Malerei war Verklärung, war für die Großen da. Die waren eben nicht Niederländer, die den Pöbel und den Pack gemalt haben, sondern die Franzosen, die haben sozusagen erhoben, die besseren Leute. Und dass Millet jetzt hingeht und im Morgengrauen sozusagen die Ehrenleserinnen malt, das war unerträglich. Und deshalb wurde dieses Bild nicht erlaubt. Es wurde ganz hart kritisiert. Und was macht jetzt Millet? Er geht hin und macht ein Lektüreangebot für sein bürgerliches Publikum. Er hat in die Komposition zwei Figuren eingefügt, auf der linken Seite, und nennt das Bild dann Harvester, also Ruhe bei der Kornernte, und dann Ruth und Boas. Er nimmt also eine Geschichte aus der Bibel und sagt, was ihr hier seht, ist die Geschichte, wie Boas Ruth zu den Ehrenleserinnen führt und sagt, hier eine Nicht-Israelin, die wird bei uns aufgenommen. Das ist sozusagen ja der Kern, das kennen Sie alle viel besser als ich, das ist der Kern dieser Geschichte. In Israel, wir haben rechts also eine israelische Bevölkerung und links eine Nicht-Israelin, eine Moabiterin, in Übersteigerung aller schlimmen Sachen, die passieren könnte, eine Moabiterin, die dann aufgenommen wird und Gipfel aller Gipfel, Großmutter von König David wird und in christlicher Lesart dann eben auch von Jesus Christus. Das ist sozusagen eine der Spitzengeschichten von Judentum und Christentum, die genau den Konflikt, wie gehen wir mit Gruppierungen um, die nicht unserer Religion, nicht unserem Land angehören, nämlich gastfreundlich aufnehmen. Und selbst wenn die Bibel uns sagt, du sollst nicht moabitische Menschen bei uns aufnehmen, dann nehmen wir sie dennoch auf, wenn wir sie uns anempfohlen bekommen. Und als einen weiteren Kompromiss führt Millet noch ein, dass er Boas nicht als Besitzer des Landes, sondern als Pächter einfügt. Also sozusagen eine Stufe drin. Auch Boas wird sozusagen nochmal in einer humanen Geste in den Sozialbereich mit eingeführt. Das finde ich eines der Spitzenbilder, wenn man diesen Hintergrund kennt und dann die Auseinandersetzung sieht. Also das ist sozusagen das, worüber man erzählen kann. Das ist eine Paradegeschichte, wie Konflikte und Gegensätze eigentlich befriedet werden können. Was macht jetzt der Künstler? Er verbreitert das Bild, man ahnt schon, das wird nicht so Bestand haben können, er wird keine Geschichte erzählen, in der Israel nicht Israeliten aufnimmt und zu an Frauen macht, sondern das ist sozusagen sein Akt, den er daraus macht. Und das ist jetzt unter allen Gesichtspunkten, die man kennt, hochinteressant. Also erstmal, er entfernt natürlich sofort Ruth und Boas. Die Geschichte, worum es geht, also die Geschichte, wo Nicht-Israeliten in Israel willkommen geheißen werden und staatsbildend, wenn man an David denkt, werden, die entfernt er radikal. Dann macht er einen identitätspolitischen Klau. Das Bild von Millet macht nur Sinn, wenn das Rechts-Israelis sind. Das ist der Sinn dieses Bildes. Und er macht daraus Palästinenser. Also er macht ganz klassisch das, was Jüngeren kennen das als Cultural Appropriation benannt. Ich benenne die Identität einer Bevölkerung um. Und die Israelis, die verlagert er auf die linke Seite und macht eine IDF-Gruppe, die diese, weißt du, diese Ruhenden angreift. Das finde ich, ich habe Freunde gehabt, die stehen davor und sagen, ja, das ist doch so, das sind sozusagen Israelis, die fallen da sozusagen Kornbauern an. Nein, das ist es eben nicht so. Das ist
die Zerstörung einer jüdischen Geschichte, die Zerstörung eines wunderbar komponierten Bildes von Millet zugunsten eines reinen Propagandabildes und dann sage ich handwerklich auch noch schlecht, was den Umgang mit Photoshop angeht. So macht man das nicht. Angelus Leuten, nur ganz kurz, ich sprach ja über Appropriation. Salvador Dali hat mehrmals das Angelus Leuten von Millet als Appropriation überarbeitet. Archäologische Erinnerung, er sagt, ich kann ja nicht mehr wie Millet malen, sondern ich bin Surrealist, ich verarbeite Träume, ich mache sozusagen andere Dinge und hat es dann in 1935 reinszeniert. Und bekannter, das werden Sie vielleicht schon mal gesehen haben, in Köln, im Ludwig-Museum, glaube ich, der Bahnhof von Perpignan, dieses große Bild, wo er auch das Angelus-Leuten drin hat. Und platter, wie man es sich nicht denken kann, macht es der Künstler hier auf der Documenta. Er nimmt das Angelus-Leuten und weil er dazwischen dann keinen IDF-Soldaten, der andere kontrolliert, reinbringen kann, zerrt er die beiden Figuren auseinander, macht dazwischen die Soldaten und links die Grenzmauer. Das ist einfach platt, sag ich mal. Und all diese wunderbaren Subtöne, Salvador Dali hat ein eigenes Buch geschrieben über dieses Bild, weil er Vermutungen hat, es ging da um ein gestorbenes Kind oder eine Abtreibung oder wie auch immer. Alle diese Subtöne, die werden entfernt zugunsten von platter Propaganda. Ja, das sind die Ruhenden. Das Bild hat Van Gogh so begeistert, dass er auch eine Adaption davon geschrieben hat. Und dieses Bild kann man auch sagen, ja gut, das ist so eine Situation, da sind Kornbauern, dann kommen die IDF-Soldaten und überfallen die oder mobben die. Das Problem ist, und das finde ich das Problem dieser Documenta, dass wir einen exakt gleichen Film im Hübner-Areal haben, aus dem Jahr 1972, im Auftrag des Libanon entstanden, in dem der Adachi zeigt, wie immer wieder Soldaten solche Kornbauern überfallen, bis sie dann, wie in einem Django-Film, ein Gewehr aus dem Boden hervorholen, in einer Kiste es ranschleppen und den gewaltigen Widerstand bringen. Das verbindet sich also. Das eine ist ohne das andere nicht zu denken. Das nennt man die filmische Landschaftstheorie von Adachi und meines Erachtens ist das hier ein Zitat davon. Ja, für jeden, der Van Gogh liebt, ich muss ihn ja lieben, er ist reformierter Prediger gewesen und deshalb. Wir haben einen Briefwechsel zu diesem Bild, und wo Van Gogh sagt, was er damit will. Er sagt, ich will dass ihr Mitleid habt mit diesen Leuten, sondern ich will zeigen, dass hier eine Authentizität zwischen Kartoffeln aus dem Boden holen und Kartoffeln abends verzehren ist. Also sagen, hier ist ein stimmiges Leben. Und würde man diesen Frauen andere Kleidung geben, wäre das Bild nicht mehr authentisch. Das ist sozusagen sein Duktus, der ja das Bild trägt. Und dieses Bild ist wieder auf der Documenta und wir sehen es dann mit Photoshop verzerrt, also die linke Figur ist gespiegelt, nach rechts unten auf den Boden nochmal gepackt und das alles, um ein Panorama zu eröffnen auf Fotos, die er aus Gaza statt hat. Kann man machen, aber es ist nicht ein Stil, der sich damit bildet, sondern es ist sozusagen nur ein Eingriff in ein Van Goghsches Werk zugunsten eines Propaganda-Aktes. Jetzt kommen wir zu den Cultural Appropriation Bildern, eines der schönen frühen Bilder, die russische Hochzeit von Marc Chagall. Und das ist nicht auf dieser Documenta. Das spiegelt er einmal seitenverkehrt, macht noch einmal eine Spiegelung und macht dann dieses Bild daraus. Hochzeit auf der Grenze, an der Grenze, also eine Beduinenhochzeit, die jetzt von einem IDF-Soldaten unterbrochen wird, verhindert wird, wie auch immer. Und das ist deshalb bösartig, weil Chagall ja seine Übereinstimmung mit der Ordnungsmacht, das ist ja ein vorrevolutionäres Bild, unten gezeigt hat, denn der Soldat unten, der fiedelt ja. Und das ist ja seine jüdische Heimat in Bizerbst. Und dann sage ich mal, ich würde als Lehrer keinem meiner Schüler solche handwerklichen Fuschereien erlauben. Also, dass man einfach mit Photoshop etwas kopiert und die Bildteilelemente wiedererkennt. Also man erkennt andauernd, also das Fenster muss ihm so gut gefallen haben, dass er es gleich dreimal wieder und jedes Mal schräg und dann nicht passend ins Bild gemacht hat. Das hat auf einer Weltkunstausstellung nichts zu suchen. Man kann Arte Povera machen, man kann sehr viel machen, selbstverständlich, aber solche handwerklichen Schmierereien, das gehört nicht auf eine Weltkunstausstellung. Da gebe ich Miriam Mendel recht, wenn er sagt, die widersprechen sich allein schon durch ihre handwerkliche Unperfektheit. Also so geht es einfach nicht, aber
Das würde ich in der Oberstufe nicht durchgehen lassen als Kunstlehrer. Ich weiß nicht, wie viele Kunstlehrer hier heute sind, aber das lässt man durchgehen. Gemein und bösartig ist einfach die Bilder, in denen Chagall seine Liebe zu Bella preist, die jetzt zugunsten eines Propagandaaktes im Gazastreifen. Achso, das muss ich, bevor jetzt muss ich schöner einführen. Chagall ist verliebt, wirklich verliebt in Bella und möchte das auch zeigen. Er schwebt mit ihr über der heimatlichen Stadt. Diese heimatliche Stadt wird unten auch gezeigt. Die hat so Weidezäune. Die wird Chagall auch im Auftrag der Sowjets hinterher bemalen. Aber er sagt, auch bei all unserer Liebe, die wir haben, es gibt den Alltag. Und in diesem Alltag haben wir auch Bedürfnisse. In diesem Alltag funktioniert nicht alles. Und das baut er in dieses Liebesbild ein. Und wir sehen unten eine Frau, die sich erleichtert vor dem Zaun, vor dem Weidezaun. Und wir sehen, dass das mit dem Geißbock und dem Abhängen nicht so richtig funktioniert hat. Der ist nämlich ins Dorf eingedrungen. Und das baut er in dieses Bild ein. Also voller Liebe für den Alltag getragenes Bild. Er schwebt im siebten Himmel, aber der Alltag, den gibt es auch noch. Man merkt sozusagen die Emphase, mit der Chagall das macht. Und jetzt wird es zu einem ganz tristen Propagandabild. Also Chagall schwebt nicht mehr, der landet gerade, wie auch immer, kommt auf den Boden der Realitäten an, was immer der da meint. Und dann wird natürlich der Grenzzaun, der eigentlich ein Weidezaun in Herbst war, wird dann da reingebaut. Das finde ich platt und eine Ausbeutung eines nun so eindeutig dem Judentum zugeordneten Künstlers. Ich komme zum Schluss. Wenn Bilder töten. Wir hatten vor kurzem eine Diskussion. Ich beziehe mich darauf auf einen Absatz aus Micha Bromlichs kleinem Antisemitismus-Bändchen. Und ich habe das auch immer so, bis ich das gelesen habe, so gesehen, ja gut, Bilder können aufhetzen, können was machen und so weiter, aber sie töten nicht. Und Micha Bromlich weist darauf hin, dass es im Jahrtausend, das kann man auch in Deutschland sehr gut beobachten, einen ikonografischen Wechsel in der christlichen Kunst gibt. Und zwar bis zum Jahrtausend stellen wir Christus als Weltenherrscher dar und das erkennen Sie an den Kreuzigungen, an den Kruzifixen, weil die Augen offen sind. Er hat den Tod überwunden. Das ist ein hoffnungsvolles Bild. Also es gibt gar keinen, man muss sich nicht wegen des Leidens irgendwie Ärger, Sorgen machen, sondern die Augen sind auf, er triumphiert über den Tod. Das ist mit vielen Hoffnungen verbunden. Im Jahrtausend hatten die Christen irgendwie gedacht, der Herr käme wieder, kommt aber nicht wieder und nun muss man mit der Realität des Alltags fertig werden. Und Sie sehen unten rechts dasselbe Kruzifix vor dem Jahrtausend und nach dem Jahrtausend. Und dann kommt der lokale Handwerksmeister hin, weil die Bevölkerung sagt, wir brauchen keinen Christus mehr, der Herr der Welt ist und über den Tod triumphiert. Wir brauchen einen leidenden, mitleidenden Christus, der so leidet wie wir. Und er geht dann hin, wie ein Handwerksmeister das macht, holt Holzpaste raus, macht die Augen zu, holt Farbe raus, macht kräftige rote Farbe drauf, betont die Seitenwunde und schon hat man einen leidenden Christus. Und das passiert genau im Jahrtausend. Und Micha Brumling sagt, in dem Augenblick, wo dieser Bildwechsel stattfindet, muss die Frage auftauchen, wer ist denn dafür verantwortlich? Und das wird dann Land auf Land abgepredigt, das sind die Juden. Und dann kommt es zu den ersten Pogromen. Man kann sagen, so tragfähig, so weitgreifend sind Bilder nicht. Was wir feststellen können, es gibt um das Jahrtausend genau diesen Wechsel. Und ich bin geneigt, Micha Brumling, es gibt mehrere Untersuchung, er bezieht sich auch auf andere Quellen selber nochmal, Micha Brumlich zu folgen, dass kleinste Details und kleine Veränderungen in Bildern Fragestellungen auslösen, die dann zu ganz fatalen Konsequenzen führen können. Und das gilt meines Erachtens eben nicht nur für historische Bilder wie dieses, sondern auch für Bilder, die wir an Kirchen hängen haben, in Museen haben und so weiter. Man kann ja zur Documenta stehen, wie man will, aber in einem können wir ihr dankbar sein. Nach dieser Documenta wird in Deutschland die Debatte erst beginnen. Die Gemeinde in Wittenberg hat sich jetzt diese Woche entschieden, die Judensau nicht mehr an der Kirche zu belassen, sondern sie zu entfernen und einen anderen Punkt machen. Das ist 10 Jahre überfällig, seit 10 Jahren überfällig. Aber dabei wird es nicht stehen bleiben. Frau Ackermann, die jetzt ins Begutachtungskomitee berufen wurde, musste schon feststellen, in ihrem eigenen Museum sind aber auch antisemitische Bilder und die sind nicht entsprechend kommentiert. Und wir müssen die Standards, die wir auf dieser Dokumente aufgestellt haben gegenüber einer indonesischen Gruppe, können wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht unterlaufen. Die Bremer Domtür mit erkennbar antisemitischen Darstellungen, da reicht es nicht, nebenbei ein Plakat zu stellen, wir distanzieren uns davon. Nein, man geht jeden Tag in den Gottesdienst damit, dann können die nicht bleiben. Insofern kann man
Es ist nicht die beste Dokumente aller Zeiten, wie Bartzenbrock gesagt hat, aber es könnte die folgenreichste Dokumente aller Zeiten sein, weil wir ganz hohe Standards errichtet haben und die müssen wir jetzt auch in deutschen Museen zur Geltung bringen. Es darf kein unkommentiertes lebendes Kreuz in einem Museum ergeben, ohne einen Kommentar, dass diese Gegenüberstellung von lebender Kirche und toter Synagoge ein Missweg, ein falscher Weg der Kunstgeschichte und der christlichen Theologie gewesen ist. Das wird eine Folge dieser Ausstellung sein. Insofern ist man fast geneigt zu sagen, wunderbar, dass es mal diesen Konflikt gab, denn das wird uns über Jahre noch beschäftigen. Was bedeutet das denn? Das Problematische der Bilder, die wir gesehen haben, ist, dass sie jedes Mal die gleiche Frage stellen wie bei den Bildern um das Jahrtausend, wer ist für das Leid verantwortlich, und jedes Mal die gleiche Antwort geben, die israelische Regierung, der israelische Staat, wenn man nicht den Subtext mitdenkt, die Juden. Und deshalb finde ich eben, sind es problematische Bilder. Ob sie antisemitisch sind, Miron Mendel hat es bestritten, sie sind auf jeden Fall antizionistisch. Wo ich aber jetzt sicher bin, dass im Zusammenspiel der drei Gezeiten inkriminierten Ausstellungsobjekte, sie tatsächlich toxisch sind. Also die Filme im Hübner-Areal, das große Banner und das zusammen im Zusammenspiel, das ist etwas, was immer die Bühne bereitet für Aktionen gegen Israel und gegen Juden in Deutschland. Was ich nicht möchte, ist, dass wir künftig kunststaatliche Agenturen vorschalten. Das erinnert mich zu sehr an die Nationalsozialisten, die erst gesagt haben, na, wer ist denn hier Jude im Museum, der muss raus. Und dann sagen wir, wer diese politische Haltung hat, der muss raus. Das will ich nicht. Ich fände es sehr gut, wenn aus der Kunst selbst heraus die Heilungskriterien kommen. Wir müssen diesen Spielball der Kunst zurückgeben. Und dann muss ich auch noch mal erinnern, das wird Ihnen bewusst sein, aber die Documenta ist eine jüdische Erfolgsgeschichte. Sie ist eine jüdische Erfolgsgeschichte par excellence. Und zwar nur deshalb nicht im öffentlichen Bewusstsein. Ich kenne die Diskussion auch aus den jüdischen Museen, weil die Frage ist, was ist denn jüdische Kunst? Das ist eine Frage, die intensiv Martin Buber umgetrieben hat, als er noch nicht wusste, ob er Philosoph wird oder nicht doch lieber Kunstschriftsteller. 1902 oder 3 schreibt er über Lessa Uri, das Jüdische an der Kunst ist doch nicht, wenn ich einen Rabbi male oder eine Tora male oder was weiß ich was, sondern es ist die Farbe, wie ich ekstatisch mit Farbe umgehe. Das ist jüdisch in der Kunst. Und in diesem Sinne kann man gucken, welche Documenta-Künstler kommen eigentlich aus jüdischem Elternhaus. Und da ist man schockiert, weil man sagt, naja, es wird so jeder Tausendste sein oder was weiß ich was. Nein, es ist nicht so. Eine Documenta ist nicht, jetzt muss ich auf meine Liste schauen, ist nicht denkbar ohne Jonathan Borowski, Miriam Kahn, Otto Freundlich, Michael Gross, Donald Judd, Ilya Kabakov, William Kentridge, Erbe Kitaj, Franz Klein, Sigrid Landau, Sol Lewitt, Roy Lichtenstein, El Lissitzky, Amadeo Modigliani, Barnett Human, Merritt Oppenheim, Manway, Roe Rosen, Mark Roscoe, Charlotte Salomon, George Siegel, Richard Serra, Chaim Sautan, Nancy Spiro oder Michael Uhlmann. Und das ist ein ganz kleiner Teil der Künstler aus jüdischem Elternhaus, die bisher an der Documenta teilgenommen haben. Das sollte man sich nicht von irgendwelchen Leuten kaputt machen lassen. Was man sagen kann, ist, wir möchten aber auch dieses Qualitätsniveau wieder haben, für das unsere Leute bisher hier gestanden haben. Und dann kommen wir zu einer ganz anderen Documenta. Und jetzt ein ganz kleiner, ironischer Vorschlag fürs Haus oder meinetwegen auch für die deutsch-israelische Gesellschaft. Das ist der Pavillon von Israel auf der Biennale. Und mein Vorschlag ist so einfach, gehen Sie morgen zum Telefon, rufen Sie bei Ilit Azulay an und sagen Sie, sie soll einen Satelliten vom israelischen Pavillon hier in Kassel machen. In der Karlskirche kann man das machen, das ist eine Ausstellungskirche, oder hier im Nussbaumzentrum. Sie macht dort gerade eine feministische Künstlerin, sie macht eine Installation, die die Beschränkungen nationaler und männlicher Repräsentationen abbaut und Wege öffnet in einen vernetzten Nahen Osten. Das Queendom regiert von der Kunst, scheint aus einem totalen Systemcrash der Männlichkeit hervorgegangen zu sein. Es ist ein rhizomatisches Reich, in dem die Geschichten zusammenfließen, also Gespräche stattfinden. Das wäre ein wunderbarer Satellit von im israelischen Pavillon hier in Kassel. Wir haben sowas schon mal gehabt. Wir haben schon mal den Schweizer Pavillon nach Kassel gespiegelt. Und da die Künstlerin so nahe wohnt, in Berlin, reicht ein Anruf und ein kleiner Transport, um ein paar Bilder holen. Das ist mein Vorschlag zum Abschluss. Einfach
zu zeigen, was haben wir denn zu bieten. Das ist Israel, das ist jüdische Kunst. Und damit schließe ich meinen Vortrag und danke für Ihre Geduld. Ja, Herr Dr. Mertin, ganz herzlichen Dank für diesen ausführlichen und sehr fundierten und zum Schluss hat man ja ganz deutlich auch gemerkt, meinungsstarken und auffordernden Vortrag heute hier bei uns im Nussbaumzentrum. Mir brummt ein bisschen der Kopf wieder, weil es so viele Informationen sind, die jetzt gegeben wurden, natürlich vor allem zu dem Hauptwerk, um das heute gehen sollte, aber auch zu ganz vielen anderen Faktoren. Wir wollen jetzt noch trotz allem, trotz der Wärme und trotzdem habe ich ja gesagt, dass wir noch ein bisschen in die Diskussion gehen, nicht sehr lange, aber ich denke vielleicht so 20 Minuten würde ich mal so anberaumen, was wir noch machen können. Meine erste Frage wäre, Sie haben ja selber heute schon gesagt, Sie gehen auch, dann fahren auch nach Kassel, gehen auch auf die Documenta. Gehen Sie über diese Documenta mit welchem Gefühl? Haben Sie so eine Faust in der Tasche geballt, wenn Sie diese Kunstwerke dann sehen oder sehen müssen oder sehen Sie alles ganz locker oder sehen Sie alles ganz wissenschaftlich, sozusagen steril? Wie geht es Ihnen jetzt so persönlich mit Ihrem Documenta-Erlebnis dieses Jahr? Es ist eins, ich war vor 4 Jahren auf einem Kongress, wo wir abgelästert haben über die letzte Documenta. Da waren lauter Professoren der Kunst und Museumsleiter und alle haben gelästert. Und dann waren aber im Publikum lauter Kunstlehrer. Und die waren mit ihren Schülern zum ersten Mal auf der Documenta und die fanden es ganz toll. Und wir, die wir alle schon 10 Documenten besucht hatten, fanden es ganz grässlich. Und das Interessante für mich ist, ich gehe natürlich, bin zum 9. Mal auf einer Documenta, ich gehe hier durch und sage, ah, letztes Mal war doch das und vorletztes war das und habe sozusagen diese Kriterien im Kopf. Und dann sage ich, gucke ich immer, ach, was haben die denn aus diesem Ort gemacht? Wie kann man denn eine Krabbelgruppe unten ins Fridericianum tun? Ich wäre beinahe auf so ein 2-jähriges Baby, weil ich das nicht so richtig gesehen habe und so weiter. Und da war doch mal so eine, das Säuseln Gottes hatte Frau Bakarjew da unten gemacht, den Gartner, dieser Unterdruck. Und das war wunderbar. Meine Studierenden sagen, ich bin das erste Mal in meinem Leben auf der Documenta und ich finde das cool, was ich an Impressionen bekomme. Ich selber gehe darüber und sage, ich will etwas an dieser Documenta retten. Ich will gute Sachen sehen und ich sehe gute Sachen. Und das tut mir im Herzen weh, dass eine kulturpolitische Diskussion zum Beispiel die Arbeiten dieses vietnamesischen Kollektivs völlig überlagert, die oben im Stadtmuseum im 3. Stock den fast zen-artigen Garten Installation haben und was ich nicht wusste, erst beim 3. Besuch gemerkt habe, jeden Morgen dorthin kommen und den umbauen. Mal ist das eine Brücke, mal ist das eine Waage, mal ist es das, mal das. Und das fand ich einfach toll. Also zu sagen, das ist ein Sinnenangebot, wo ich drüber nachdenke. Und die haben mehrere solcher Sachen. Und jetzt arbeite ich mich Schritt für Schritt vor und denke, ich will doch in 5 Jahren, sollte ich noch mal über die nächste Documenta schimpfen, auch sagen können, was mir bei dieser Documenta gefallen hat. Aber wenn ich vor diesen Werken stehe, dann kriege ich die kalte Wut und sage, bei den Werken, die wir jetzt besprochen haben, weil sie handwerklich so schlecht sind, da fühle ich mich als jemand, der selber Kunst ausstellt, einfach beleidigt. Das ist auch eine Beleidigung für all die Künstler, mit denen ich arbeite, dass so etwas hier ausgestellt wird und so viel gute andere Künstler keine Chance haben, so viele Chancen hat man nicht. Aber ich versuche immer noch, das Gute rauszuholen.